das andere? Ja. So, liebe Camperfreaks, neuer Tag hat hier Nordwijk gestartet. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg ins Restaurant, Café, Bistro. Da gibt es die, was gibt es da? Oh, Pfannekökjes. Pfannekökjes, sagt man. Die besten in Holland. Genau. Ja. Die muss ich jetzt mal probieren. Ich weiß nicht, ob Perry das machen wird, weil er ist jetzt, glaube ich, eher schon auf deftig eingestellt. Ja, und auf definitiv. Salat oder so. Ja, wir haben schon 12 Uhr. Die sind bekannt für die Pfannekökjes. Ja. Und die gucke ich mir jetzt mal an, ob, ja, ich brauche die gar nicht angucken. Ich weiß, was die schmecken. Genau, aber ich werde etwas deftiger essen, weil wir haben jetzt Mittag und die hatten auch nichts zu essen heute. Also kein Frühstück. Nee. Tanja musste arbeiten. Und ich habe einiges gemacht für die Camperfreak-Seite etc. Und hatten nur Kaffee und nur einen ganz kurzen Ritt hatten wir auf den Super 73. Hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Genau. So, und jetzt geht's aber zum Essen. Bildmaterial dann später. Genau. Also entschieden. Ich bin bei den Pfannekökjes geblieben, wie ich es gesagt habe. Schließlich sind wir hier auch im Pfannekökjeshaus. Übrigens auch sehr bekannt über Nordwijk hinaus. Ja, ich habe mich für einen deftigen Pfannekuchen entschieden mit Champignons, Käse und Bacon und Perry für das vegane Menü. Jetzt sind wir sehr gespannt, was gleich kommt. Schauen wir mal, ihr werdet sehen. Sehr, sehr lecker. Ich habe schon probiert, eigentlich durfte ich noch nicht, aber ich habe. Sehr lecker, mein Pfannkuchen. Und Perrys hat alleine schon einen künstlerischen Preis verdient fürs Herrichten. Sieht sehr lecker aus, das vegane Menü. Also guten Appetit. So, Tanja sagt es ja schon. Lecker, ja. Aufgegessen alles. Ich habe noch ein bisschen was zu trinken, Tanja nicht. Nee, ich war durstig. Und genau. Die Teller sind leer. Die Teller sind leer, ihr seht das hier. Also super, super lecker, können wir nur empfehlen. Langs Berg in Dahl. Aber ich werde unten in der Videobeschreibung werde ich euch noch die genaue Adresse, weil das ist wirklich ein Highlight hier. Super, super lecker. Die Preise sind völlig normal für die niederländischen Verhältnisse. Also wir kennen ja schon die Schweizer. Von daher, ja, genau. Alles gut, sehr lecker, aufgegessen und satt. Jetzt geht's wieder auf die Räder. Und zwar dahin. Man sieht ihn nicht ganz. Und ein Campingplatz. So, wir waren jetzt lecker essen. Jetzt müssen wir noch über die Straße. Das hatten wir euch ja schon mitgeteilt. So, und jetzt geht's wieder auf den Campingplatz. Und da hinten ist ja das Landberg, wie heißt? Oh Gott, jetzt weiß ich es auch nicht mehr auswendig. Landsberg, nee, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich habe es wieder vergessen. Egal, in der Videobeschreibung werdet ihr ja sehen, wie es heißt. Und hier übrigens, will ich mal die Kamera. Landsberg on Dahl, so heißt es. Landsberg en Dahl. Okay, sehr schön. Das haben wir jetzt auch. Hier übrigens, da hinten, also das hier alles ist unser Campingplatz, eine Parage. Können wir absolut empfehlen. 100 Punkte. Genau, 100 Punkte von 100 sowieso. Und ja, macht einfach nur Spaß. Gut, jetzt ist es ein bisschen voller, ist im ersten Mal jetzt und so. Dass es so voll ist. Normalerweise, die letzten Male waren wir hier immer. In der Nebensaison, September, Oktober, dann genau. Ist es wirklich ganz, ganz leer. Genau. Und in der Hauptsaison, ne, NRW, haben jetzt die Ferien begonnen. Das heißt, es ist natürlich schon ein bisschen mehr los hier, sind Sommerferien. Drehen wir mal. So, hier seht ihr Le Parage, Camping. Hier geht's rein. Kommt wieder neuer Nachbar. Gast. Ja, unser Nachbar. Nachbarn, die sind ja alle hier. Total lieb, auch alle hier, die Leute. Und ja, macht Spaß. Kinder auch hier. Auch kinderlieb. Ist echt cool, das mögen wir. Eine große Familie. Und da ist mein Privatklo. Sanitäranlage ist echt super da drin. Ist ja wichtig. Ja. Und ja, da ist nochmal eine Sanitäranlage da weiter vorne. Und hier geht's rein. Und da hinten steht Düni. Kann ich zoomen, weil ich wieder die GoPro habe.
Ja, aber wir haben es ja nicht mehr weit. Ein paar Meter noch, dann sehen wir ihn richtig. Genau. Ich einmal jetzt noch einfach mal mit. Hier genau, ist die Entsorgungsstation. Entsorgungsstation, genau, ist hier. Die ist auch top. Alles klar. Da nochmal die nächste Sanitäreinrichtung. Da ist Minimarket. Restaurant. Essen, Restaurant. Und da hinten noch kann man noch Basketball spielen, auch für Kinder. Wird ja was geboten, Spielplatz etc. Ja, da hinten waren wir immer. Da, wo das Zelt jetzt steht. Das Türkise, ein bisschen weiter links. Da war unser Stammplatz. Und jetzt sind wir auf dieser Wiese hier. Ja, ist auch schön, perfekt. Da haben wir sogar einen Wasserfluss, da wo die Dame jetzt gerade sich Wasser holt. Frischwasser halt. Und ja, Güne steht halt da. Und ja. Räder auch noch, wenn wir um die Kurve gehen. Genau. Und, wenn wir um die Kurve gehen, ich gehe mal schneller. Weil man hat das mit der Kamera gesehen und war so lieb und hat kurz Stopp gemacht. So, da ist Güni. Das ist Camping-Equipment aus Oberlink. Sehr zufrieden damit. Und hier sind die Bikes. Die stehen auch. Ich sage immer, das perfekte Trio. Stimmt's? Ja, mit uns im Quintett. Genau. Und ich falle auf die Schnauze. So, wir sind jetzt hier am Nordwijk Strand und Strand Wilhelmine. Genau, wir sind jetzt hier mit den Bikes ZX S2 am Start. Übrigens habe ich da leider einen kleinen Kratzer reingehauen mit dem blöden iPhone. Ja, ist halt so. Und da ist der Strand und alles und ja, alles fit hier. Das war's auch schon mit Episode 6 diesmal. Ihr seht mich jetzt noch auf dem Super 73 S2, wie ich jetzt hier durch Nordwijk, durch die Dünen radel. Und ja, hat riesig viel Spaß gemacht. Nordwijk ist immer eine Reise wert. Nicht nur bei gutem Wetter, sondern auch beim schlechten Wetter. Wir hoffen sehr, euch hat diese Folge gefallen und würden uns über ein Abo, über ein Like und über einen Kommentar freuen. Wir wünschen euch nur das Beste und freuen uns, dass auch die Community
so gut wächst und gedeiht, wie wir uns es unseren kühnsten Träumen nicht erhofft hätten. Bis zum nächsten Mal. Euer Perry, eure Tanja.